Faeser spricht von Schlag gegen Rechtsextremismus, AfD von Kompetenzmissbrauch. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das Magazin kompakt verboten und begründete das Verbot mit einem Klima von Hass und Gewalt, das das Magazin geschürt habe. Dieses Verbot untersagt jede Fortführung der bisherigen Tätigkeiten des Magazins. Die AfD übt scharfe Kritik an dieser Entscheidung. Faeser, Mitglied der SPD, erklärte, dass Kompakt ein zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene sei. Unser Verbot ist ein harter Schlag gegen die rechtsextremistische Szene, so die Innenministerin. Das Verbot umfasst sowohl die Kompakt Magazin GmbH als auch die Conspect Film GmbH, die beide laut Bundesinnenministerium gegen das Grundgesetz und das Vereingesetz verstoßen. Dieses Magazin hetzt auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie, begründete Faeser die Entscheidung weiter. Verstöße gegen das Verbot werden als Straftaten geahndet. Durchsuchungen und Beschlagnahmungen sind seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Einsatzkräfte in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Liegenschaften dieser Organisationen sowie die Wohnungen führender Akteure der Geschäftsführung und wesentlicher Anteilseigner, um Vermögenswerte und weitere Beweismittel zu beschlagnahmen. Das Verbot zeigt, dass wir auch gegen die geistigen Brandstifter vorgehen, die ein Klima von Hass und Gewalt gegenüber Geflüchteten und Migranten schüren und unseren demokratischen Staat überwinden wollen, erklärte Faeser. Unser Signal ist ganz klar, wir lassen nicht zu, dass definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Die Reaktionen auf das Verbot gehen erwartungsgemäß auseinander. Martina Renner, Mitglied der Linkspartei im Bundestag, begrüßte das Vorgehen. Es geht nicht nur um die Rolle El Caesars. Kompakt stellt sich in den Dienst der AfD und verfügt über beste Kontakte zu anderen extrem rechten Medien im Ausland, schrieb die Innenpolitikerin bei X. Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen befürwortet die Entscheidung des Bundesinnenministeriums. Kompakt ist Hass und Hetze in Hochglanz. Diese Plattform der Demokratiefeinde verfolgt ein Ziel, und das ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Rechtsextreme Verschwörungstheorien, Aufrufe zum Sturz der Demokratie und die permanente Verbreitung russischer Desinformationskampagnen sind die Eckpfeiler der täglichen Kompaktpropaganda. Damit ist nun Schluss, sagt er. Die AfD reagierte prompt und scharf. Die Parteivorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla bezeichneten die Entscheidung als schweren Schlag gegen die Pressefreiheit. Ein Presseorgan zu verbieten ist eine Verweigerung von Diskurs und Meinungsvielfalt, sagten sie in einer gemeinsamen Erklärung. Sie warfen zudem Faeser vor, ihre Kompetenzen zu missbrauchen, um kritische Berichterstattungen zu unterdrücken. Brandenburgs AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Hans-Christoph Berndt mahnte, dass abweichende Meinungen unterdrückt und Medien verboten werden. Berndt, der auch Fraktionschef im Landtag ist, sagte, wer kritische Medien verbietet, ja, der tut dies nicht zum Schutz der Demokratie, sondern
aus Angst vor der Demokratie. Die AfD Brandenburg stehe weiter solidarisch zur Kompakt. Die Kompakt Magazin GmbH wird von dem Rechtsextremisten Jürgen Elsässer geleitet. Die Hauptprodukte des multimedial ausgerichteten Unternehmens sind das monatlich erscheinende Kompakt Magazin mit einer Auflage von 40.000 Exemplare und der Online-Videokanal Kompakt TV. Zusätzlich ist die Kompakt Magazin GmbH in zahlreichen sozialen Medien präsent und betreibt einen Online-Shop, über den neben eigene Printerzeugnisbücher, Hörbücher, CDs und DVDs sowie Merchandise vertrieben werden. Laut Einschätzungen des Innenministeriums liegt die zentrale Rolle der GmbH in der Popularisierung und weitreichenden Verbreitung des rechtsextremistischen Gedankenguts der sogenannten neuen Rechten über zahlreiche Publikationen und Veranstaltungen. Also wieder mal eine Sache von Frau Faeser, die man nicht verstehen kann. Es wird uns schon wieder ein Maulkorb angelegt. Was sagst du dazu? Schreib mir mal in die Kommentare.